Hey Leute und willkommen zu einer kleinen Rainbow Six Siege Operator Vorstellung. Als erstes wollten wir mit dem Operator Legion, wenn ich mich richtig entsinne, anfangen, der als Spezialgadget sozusagen Giftfallen hat, die sich nacheinander aufladen. Davon kann er maximal 7 haben und die laden sich halt nach und nach auf. Das heißt, wenn man den früh aus dem Game rausnimmt, dann hat man halt nicht so viel zu befürchten von den Fallen, als wenn man den jetzt, keine Ahnung, 2 Minuten rumhampeln lässt, sagen wir so. Hi Max. So, ich zeige euch jetzt einmal kurz die Wirkung an den Fallen, indem ich gleich zu Max rüberschalte. So, die Fallen werden auch unsichtbar und sind dadurch echt schwer, na, mehr oder weniger schwer zu sehen. Wer hier bei mir jetzt ganz klar erkennt, und wenn man einfach in den Raum reinlaufen will, erkennt man das gar nicht. Ich bin einmal schon da drin. Wie man sieht, bin ich jetzt vergiftet und kriege so eine wenige Sekunde vernünftig Schaden. Und das kann ich nur beenden, indem ich F drücke und ziehe mir aus dem immer einfach wieder rausziehen. Okay, gut. Als Hauptwaffe hat man einmal zur Auswahl eine Shotgun. Jetzt nicht so mein Favorit. Oder halt so eine SMG, die auch schon ordentlichen Rückstoß hat. Aber ich würde mal sagen, alles im Bereich des Machbaren. Man hat noch Auswahl zwischen Impact Grenades und einem mobilen Schild. Soweit ich mich da nicht irre. Ja. Jetzt habe ich dich noch ein bisschen mit den Dingern ab, damit du noch ein bisschen Spaß hast. Als Kombo habe ich auch schon gesehen, die fallen mit Frost zusammen, weil wenn man in der Frostfalle ist, kann man sich dann die Dinger auch nicht rausziehen. In dem Moment, also man hat eigentlich einen Safe Kill. Ja. So viel dazu. Hast du Spaß, Max? Ja, ist super. Wir machen also Okay. auf jeden Fall instant 10 Schaden von den Fallen, Ja. die wenn man reinläuft. Hey Leute, als nächstes wollte ich mit dem Angreifer-Operator Ying weitermachen. Sie hat auch ein Sturmgewehr, wer hätte es gedacht? Auch mit, naja, ein bisschen Rückstoß, sagen wir so. Man bleibt nicht auf einem Punkt. Als besonderes Gadget hat sie halt sozusagen Flash-Granaten, die ähnlich fungieren können wie halt eine normale Granate. Man kann sie werfen oder rollen. Und man kann sie auch als Fuse-Ladung verwenden. Hier zum Beispiel. Kann man einfach ein Fenster dran machen. So, und dann senden sie halt so mehrere Flashbang-Ladungen rein. Das seht ihr auch gleich bei Max, also die Wirkung. Sie hält jetzt nicht so lange an wie eine normale Flashbang, glaube ich. Aber mehr als lang genug auf jeden Fall. Ja, also genug, um reinzustürmen. So, je länger man das Gadget in der Hand hält, hier sieht man diese 3 Punkte, desto länger braucht die Granate, um hochzugehen. Also wenn ich jetzt hier nur einen Punkt aufladen lasse, dann, warte, so, hier ein Punkt, geht sie halt sofort hoch, sobald sie den Boden berührt. Wenn ich 3 Punkte auflade, warte, kann ich sie ja auch an die Wand werfen und dann rollt sie die ganze Wand entlang. Okay, bis dahin. Und explodiert dann erst. Und wie man bei mir gesehen hat, egal wo man hinguckt, man wird aus irgendeinem Grund trotzdem geflasht, natürlich. Die Mitspieler, also die Angreifer-Operator, werden auch geblendet, außer halt Ying. Die hat irgendeine spezielle Brille, schießt mich tot. Auf jeden Fall irgendwas, was sie dagegen schützt. Deswegen ist natürlich die beste Taktik, man schmeißt diese Dinger rein und läuft dann einfach direkt straight hinterher. Gegner haben eigentlich keine Chance mehr, weil sie voll schlecht sind. Und du Das siehst stimmt. einfach noch alles. Genau. Als normale Gadgets hat man jetzt, habe ich jetzt hier noch Sprengladung dabei, sonst kann man auch eine Rauchgranate mitnehmen und ja, mehr ist da jetzt nicht. Wir sehen uns gleich wieder, wenn wir Ella vorstellen. So, hier sieht man die Scorpion von Ella, die ich persönlich richtig krass finde. Also der Feuerspeed, der ist echt richtig krass. Vor allen Dingen hat man ja hier auch noch 51 Schuss im Magazin, was verdammt krass ist. Als Gadgets kann man noch Stacheldraht dabei haben und okay. Stacheldraht und Impact Grenades. Und die Secondary, also die Pistole, hat auch als erste Waffe, als erste Secondary ein Rotpunktvisier, was ich persönlich auch richtig krass finde. So, sorry. So, als Special Gadgets hat man hier so kleine Stabminen. Auf jeden Fall die, ich glaube, die blenden den Gegner so ähnlich wie eine Echo-Drohne. Dafür hat man 4. Und ja, zeige ich euch jetzt mal bei Max. So, hier, bitteschön. Wo bekommt's? Und da kann man halt Man ganz sieht schnell rushen und den Gegner töten. am Anfang zwar hat kurz ein bisschen geflasht und dann ist man halt längere Zeit benommen. Ja, Ich aber würde sagen, mich ein selbst kann davon bisschen. halt auch leicht getroffen werden und man kann übrigens auch nicht mehr sprinten. Gegen den Gegner von der Oh, stimmt, Sicherungsstiftung sogar schon. Fahrgutbehälter. Das hat so ein bisschen
schon ein bisschen schlechter, außer dass man halt nicht mehr laufen kann, das ist ein bisschen weh, aber sonst. Vor allem, wenn man die jetzt halt hier irgendwo hinwirft. Wenn der Gegner lang geht, genau zurück zur Treppe, Max. Und man sich halt irgendwie hier verschanzt, dann kann man schnell rausrushen und dann. Okay. Den Gegner auch treffen. Ja. Jetzt habe ich gleich noch ein paar Daten zu den Operatoren. Also, bis dann. So Leute, jetzt folgen noch ein paar Spielausschnitte. Viel Spaß dabei. Wechsle Magazine. Vorsicht, Blendgranate. Oh mein Gott! Keine Munition mehr! Brille an! Freigeladen! Oh, das war gut. Lade nach! Hast du gesehen? Ja, ja. Gefahrgutbehälter. Wir haben die Gegner von der Sicherung des Behälters abhalten. Den Gefahrgutbehälter beschützen. Magazinwechsel!